Servus Leute und willkommen zurück. Und oh, hört ihr das? Habt ihr das gehört? Da war, glaube ich, so ein Didgeridoo im Hintergrund. Das ist mir neu, dass das bei dieser kleinen Einführung auf die Strecke gezeigt wird. Oder eher, ja, gezeigt, gehört. Wie ihr es gerne hättet, erstmal willkommen zurück. Wir sind beim Qualifying vom Großen Preis von Australien im Albert Park in Melbourne. Ich lade jetzt erstmal wieder kurz mein Setup, dann haben wir das soweit schon. Ja, wir sind im Qualifying. Im Q1, ich werde jetzt erstmal kurz die harten Reifen nehmen. Okay. Hätten wir dann noch zwei fürs Rennen über. Ja, Adrian Sutil, unser Teamkollege im Sauber. Und wir werden jetzt direkt mal rausfahren. Nicht die fliegende Runde, erst nochmal kurz mit der Strecke vertraut machen. Training, ja, war erstmal ein Schnupperkurs, denn ich musste mich mit dem neuen Auto angewöhnen. Ein 19. Platz. Ich hoffe, es geht im Qualifying noch ein kleines Stück weiter vor. Herrlichstes Wetter ist auf jeden Fall schon mal garantiert. Es seht ihr ja schon. Ja, herrlich. Weiße Linie im Auge behalten. So, dann jetzt mal nicht zu aggressiv rangehen mit den Reifen. Das ist ja bloß die Einführungsrunde. Unsere Outlap. Puh, also ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt ausgehen wird im Qualifying. Ich werde natürlich auch nochmal die weichen Reifen aufziehen. Mal schauen, ob das in diesem Q1 schon sein muss. Ich denke mal schon. Aber das lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Und hier bin ich schon wieder ganz schön gedriftet. Ist bei den Formel 1 Autos nicht so von Vorteil. Ja, abgekürzt, ich war auch eigentlich im falschen Gang, denn wir haben 8 Gänge und normalerweise bin ich hier immer im zweiten durchgefahren. Boah, da hat der Antrieb wieder ganz schön gerödelt, habt ihr das gehört? Das war auf jeden Fall ein Gang zu weit runter. So, und jetzt geht es gleich auf die heiße Runde. Jetzt gut den Ausgang hier erwischen aus der letzten Kurve. Vielleicht sogar etwas zu vorsichtig angegangen, aber lieber das, als dass ich hier ganz schön ins Schlingern komme. Ah, lief schon mal ganz gut hier diese ersten zwei Kurven. Na, mittelprächtig war das jetzt. Wow. Und da hat man wieder das große Drehmoment gemerkt. Ja, wir sind der Erste auf der Strecke, deswegen auch lila unterlegte Zwischenzeit. Ah, abgekürzt. Scheiße, Runde im Eimer. Okay, die können wir schon mal vergessen. Dann, oh, was war das denn? Das Force Feedback hat auf einmal richtig nach drüben gezogen. Dann nehme ich das nochmal als zweite Einführungsrunde und gleich nochmal der Ernst. Kobayashi eine 1:35,5. Das ist schon mal eine Hausnummer, nachdem wir unsere Leistung im Training gesehen haben. Und der Kamui Kobayashi fährt ja gerade mal in Caterham. Ja, jetzt behindern wir unseren Hintermann hier, diesen Williams. Tut mir ja ehrlich leid, aber ich habe selber meine Probleme mit dem Wagen hier. Was? Zu kalt? Hinterreifen zu kalt? Ey, wie habe ich das denn hinbekommen? Ist ja wohl ein Witz, oder?
Der Williams macht auch ordentlich Druck. Ist natürlich schneller. Schon eine Sekunde zurück. Boah. Okay. Also mit den harten Reifen brauche ich es hier gar nicht probieren. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Wenn ich hier weiter so mitfahre, dann ist das einfach nur Zeitverschwendung. Das rote Leuchten bedeutet, dass sein... Oh. In der Zwischenzeit. Dass gerade keine zusätzliche Energie eingespeist wird. Dass er also langsamer zu erwarten ist und trotzdem hat er uns überholt. Die Sau aber auch. Benzin wird sowieso knapp, deswegen fahre ich jetzt einfach mal in die Box und hoffe, dass ich mit den weichen Reifen besser klarkomme. Fahren wir jetzt also ohne Zwischenzeit, also ohne wirkliche Rundenzeit wieder in die Box. Zwei Runden oder ja, drei Runden einfach mal gar nichts. Einfach mal die Reifen verschwendet. Fängt ja gut an, das Qualifying. Okay, okay. Uiuiui. Also wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Versuch wagen, denn ohne Zwischenzeit, ohne Rundenzeit kommen wir hier nicht weiter. Die weichen Reifen werden es dann hoffentlich richten. Und er hat mir ja gesagt, meine Hinterreifen sind zu kalt. Das kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen. Aber die Anzeige wurde, glaube ich, auch bläulich, die mir da rechts ins Bild flackerte. Sotil kommt auch gerade zurück. Ich glaube mal, er hat auf jeden Fall eine Zeit hingelegt. Weiche Reifen haben wir noch soweit alle, weil ich habe ja im Training bloß die harten gefahren. Schauen wir mal kurz, was Sotil gefahren ist. Eine 1.34.0. Boah. Also ist jetzt nichts. Ist jetzt zwar eine recht normale Zeit, aber nach dem, was wir im Training gesehen haben. Nee, fliegende Runde möchte ich nicht. Ich möchte mich wieder einfahren, denn eine zusätzliche Trainingsrunde kann ja nicht schaden, oder? Also ich könnte noch echt froh sein, dass hier Australien und trockene Strecke ist. Man stelle sich vor, das erste Rennen wäre Monaco und vielleicht noch Regen. Na, dann haben wir gute Nacht. Nee, eine Strafe möchte ich mir hier beileibe nicht einfangen. Okay, vielleicht gehen wir ja schon mit diesen Reifen ins Rennen, deswegen müssen die besonders vorsichtig angefahren werden. Also keine wilden Aktionen machen hier in dieser Einführungsrunde auf unsere schnelle Runde. Fernando Alonso hat in der Zwischenzeit die schnellste Runde auf den Asphalt gelegt. Mal schauen, wie die Kräfteverteilung hier sein wird, ob Mercedes hier auch vorne wegfährt. In den letzten Ablegern war es jetzt so zu sehen, dass zum Beispiel Vettel im Jahr 2013 nicht der Überfahrer war. Ich glaube, das haben die so gemacht, damit man einfach den Spaß am Spiel hat. Da hat Alonso und auch vor allen Dingen Mercedes recht oft gewonnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Mercedes hier wirklich nicht ganz vorne mitfährt. Aber das lassen... Ja, das sehen wir einfach mal. Das Rennen ist ja noch hin. Jetzt müssen wir erstmal ein Qualifying bestreiten und erstmal eine Zeit auf den Asphalt zaubern. Hinter uns ist schon wieder einer. Na toll. Ja, wieder. Mann! Verdammt! Und noch ein Plattfuß eingefahren. Der Reifensatz ist im Arsch. Ah, was für ein Qualifying. Boah, und das Lenkrad rüttelt jetzt richtig. Ach nee. Leute, Leute. Was für ein erstes Qualifying. Wer hat damit gerechnet? Und das Lenkrad, das rattert und rattert.
Toll, da habe ich schon mal einen weichen Reifensatz verballert und ich schätze mal, die Zeit wird maximal für einen Versuch dann noch ausreichen, wenn wir wieder an die Box fahren. Im schlimmsten Fall müssen wir das Feld von ganz hinten aufräumen. So hätte ich mir das nicht vorgestellt, aber das Drehmoment, was wir auf der Hinterachse haben, ist schon nicht ohne. Hat man ja schon im Training gesehen. Boah. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich bei F1 2013 zuletzt einen Plattfuß hatte. Das ist die Temperatur, das ist der Reifenzustand, der ist natürlich vorne rechts im Arsch. Oh, jetzt kommt hier ein Schneller, den müssen wir vorbeilassen, ansonsten fangen wir uns noch eine Strafe ein, deswegen kürze ich hier mal etwas ab. Eieieiei. Also so habe ich mir das erste Qualifying nicht vorgestellt und ich denke, ihr mit Sicherheit auch nicht. Jetzt kommen schon die Nächsten, unter anderem unser Teamkollege. Na, hoffentlich komme ich hier noch schnell genug rum, damit ich den Platz lassen kann. Du auch noch, komm. Gut. Haben wir die Kurve nämlich vor uns und wir können jetzt gemütlich in die Box fahren. Allerdings, wir müssen uns noch beeilen, denn die Zeit wird ja ablaufen. Und die müssen ja auch noch reparieren. Das kostet ja auch nochmal gute 3 Minuten in dem Spiel. Wobei ich mich frage, was kostet 3 Minuten, wenn die bloß den Frontflügel wechseln? Aber naja. Na dann mal schauen, wie viel Zeit uns jetzt gleich noch übrig bleiben wird. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall ranhalten. Und nochmal ordentlich Druck auf mich. 2 Ausflüge, einmal mit den harten, einmal mit den weichen Reifen. 2-mal verbaselt. 3 Minuten 25, echt verdammt lange für so einen Frontflügel. Wie lange haben wir noch? Ups. 2 Minuten nur noch? Verdammt. Ihr habt ja schon einen guten Satz draufgeschraubt. Gut, dann werde ich jetzt raus. Fliegende Runde. Jep. Das mache ich wieder nicht. Jetzt muss ich aber in der Runde aufpassen, dass ich hier nichts verhaue. Aber das wird nur maximal eine schnelle Runde geben. Denn viel mehr Zeit bleibt nicht, wenn wir jetzt noch 2 Minuten brauchen, um wieder über die Ziellinie zu kommen. Das wird sogar richtig eng werden. Oder halbwegs eng. Okay. Okay, hat er gesagt. Okay, zeitlich sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Die letzte Runde muss aber gelingen, koste es, was es wolle. Aber bloß sollte mir keinen Reifen oder keinen Frontflügel kosten. Kurve ist ja richtig gemein in Sachen Drehmoment auf der Hinterachse. Wie es mich da womöglich raushaut. Die ersten zwei, ja gut, die zweite eher, der Ausgang ist auch richtig fies. Dann die übernächste Kurve hier ist auch noch sehr schwierig zu nehmen und eben ganz gewöhnlich die letzte. Okay, wenn ich jetzt Benzin auf Fett stelle, dann habe ich ja noch mehr Power auf der Hinterachse. Ich belasse es erstmal so. Jetzt haben wir noch gute 40 Sekunden Zeit. So, jetzt nochmal konzentrieren. Vielleicht mal gar nichts sagen, damit Hauptsache die Runde funktioniert. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Die Reifen aber auch nicht zu kalt werden lassen. Auf in die letzte Runde. Oh, das Auto will schon wieder weg. Platz 16 ist ja richtig schwierig. Also Platz 16 sollen wir erreichen, das seht ihr ja oben im Klassement.
Nein, ich habe kein gutes Gefühl bei der Runde. Die ist, glaube ich, zu langsam. Deutlich zu langsam. Ich gehe das hier, glaube ich, zu vorsichtig an. So, jetzt werden wir gleich die zweite Zwischenzeit sehen. Ich werde jetzt mal nicht hochgucken. Vielleicht werde ich mich einfach von der Farbe leiten lassen. Okay, da möchte keine Einblendung kommen. Eins, 32, 33, 34. Wir kommen nicht ins nächste Q. Und wir sind sogar nur Letzter. Sogar hinter den Caterham. Mist, ich bin die Runde einfach zu vorsichtig angegangen. Und damit ist das Qualifying für uns beendet. Und Adrian Sutil ist gute 3 Sekunden vor uns. Also so habe ich mir das Qualifying nun wirklich nicht vorgestellt. Da muss ich wirklich im Rennen was zeigen. Eieiei, da machen mir die Neuerungen noch wirklich zu schaffen. Ei. Oh, ein Williams ist ausgeschieden, Platz 17, Valtteri Bottas. Was ist da denn passiert? Mann, Mann, Mann. Lewis Hamilton hat sich die Pole geholt vor Fernando Alonso und der war richtig knapp dahinter. Dann Nico Rosberg und dann auch schon recht nah dahinter Sebastian Vettel. Ei. Hülkenberg hat sich gegen Perez durchgesetzt. Uiuiui, also ich habe es mir wirklich anders vorgestellt. Ihr glaube ich auch, aber ich glaube, wir lassen uns einfach mal auf das Rennen ein. Puh, also ich habe es gerade eben schon in der Aufnahme angesprochen. Für das erste Qualifying in der neuen Saison lief es ja wirklich sehr, sehr bescheiden. Ja, bescheiden ist das richtige Wort. Das Rennen kann noch besser werden und ich gelobe Besserung. Vielleicht können wir ja sogar Adrian Sutil wieder einfangen. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Wir schauen uns einfach das Rennen an. Oben links seht ihr noch andere Projekte von mir, aber ich würde sagen, erstmal ist F1 2014 dran, oder? Also, schaltet wieder ein, morgen zum Rennen. Bis dahin, habt viel Spaß und ciao, tschüss!